Weltweit lückenloser Internetzugang für alle. Mit Starlink will Elon Musk genau das möglich machen. Bis 2027 sollen dafür knapp 12.000 Kleinsatelliten um die Erde kreisen. Doch schon die ersten 60 Testsatelliten sorgen jetzt für hitzige Debatten im Netz. Der Grund: Die Satelliten waren als extrem helle Lichter am Himmel zu sehen. Kritiker und Kritikerinnen sehen dadurch die bodengestützte Astronomie bedroht und fürchten zudem die endgültige Vermüllung des Weltraums. Was ist an dieser Kritik dran und was hat Elon Musk dazu alles getwittert? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Elon Musk, der Chef des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX, will Internet mit Höchstgeschwindigkeit für alle Menschen möglich machen, und zwar bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und pro Nutzer. Immer wieder betont Musk, dass sein Plan unter anderem darauf abzielt, möglicherweise Milliarden von ökonomisch benachteiligten Menschen zu helfen. Realisiert werden soll das Projekt Starlink mit Hilfe von etwa 12.000 Kleinsatelliten, die in verschiedener Höhe um die Erde kreisen. 2027 soll diese Megakonstellation an Satelliten am Himmel sein. Ende Mai waren die ersten 60 Testsatelliten auf dem Weg gebracht worden, doch die Reaktionen fielen ganz anders aus als erwartet, denn schnell kursierten im Netz Videos von den Satelliten, wie sie ihre Bahn über den Nachthimmel zogen, quasi wie an einer Schnur aufgefädelt, einer nach dem anderen. Zum Entsetzen vieler waren sie dabei eben sehr, sehr deutlich am dunklen Himmel zu erkennen. Der Grund dafür: Die Solarpaneele der Starlink-Satelliten reflektierten das Licht der Sonne auf die Erde. Eine hitzige Debatte wurde daraufhin losgetreten, zum größten Teil auf Twitter. Wie solle man sich den Himmel vorstellen, wenn er demnächst einmal von hunderten Satelliten beleuchtet wird? So twitterte beispielsweise der US-Astronom Alex Parker. Mit an die Dunkelheit angepassten Augen und ohne Lichtverschmutzung kann man rund 9000 Sterne am Nachthimmel sehen, verteilt auf die gesamte Himmelssphäre. Wenn die 12.000 Starlink-Satelliten auch an ihren endgültigen Umlaufbahnen sichtbar bleiben, würde das vielleicht sogar im schlimmsten Fall das Ende der bodengestützten Astronomie bedeuten? Schließlich könnten die Starlink-Satelliten Sterne und Galaxien überstrahlen oder gar verdecken, so die besorgten Tweets. Doch nicht nur das, auch andere Geschehnisse am Himmel könnten uns diesen Befürchtungen zufolge durch die Lappen gehen, beispielsweise Supernova-Explosionen oder aber auch potenziell gefährliche Asteroiden. Aber auch die Internationale Astronomische Union hat sich eingeschaltet. Die Fachleute zeigten sich besorgt über diese Satellitenkonstellation. Wünschenswert sei demnach das Prinzip eines dunklen und funkstillen Himmels. Unter anderem auch als Ressource für die gesamte Menschheit und zum Schutz nachtaktiver Tiere. Die Satelliten stellen demnach eine Bedrohung dar, auch wenn die Absichten dahinter begrüßenswert seien. Die Organisation fordert deswegen die Entwicklung eines Rechtsrahmens, um die Auswirkungen auf die wissenschaftliche Erforschung so bald wie möglich zu verringern oder zu beseitigen. Elon Musk selbst äußerte sich per Tweet zu diesem Thema, doch dadurch heizte er die Debatte noch weiter an, denn seiner Meinung nach seien Weltraumteleskope die Zukunft der Astronomie. Starlink won't be seen by anyone unless looking very carefully and will have around 0% impact on advancement in astronomy. We need to move telescopes to orbit anyway. Außer Acht gelassen hat er dabei die Tatsache, dass erst in der jüngsten Zeit einige gigantische bodengestützte Teleskope gebaut wurden, wie beispielsweise das größte Radiusteleskop weltweit, das 2016 seinen Betrieb aufgenommen hatte. Der Hauptspiegel des Observatoriums FAST 500 Meter Aperture Spherical Telescope hat einen Durchmesser von unglaublichen 530 Metern. Die Chinesen wollen mit seiner Hilfe bahnbrechende Entdeckungen machen, unter anderem bei der Suche nach außerirdischem Leben. Zudem seien seines Starlink-Satelliten nur während der Dämmerung zu sehen, da sie nachts ebenso wie die Sterne im Dunkeln seien. Diese Aussage von Musk allerdings ist nicht ganz korrekt, denn die endgültige Umlaufbahn einiger seiner Satelliten liegt in einer Höhe von 550 Kilometern und dort scheint oft auch die Sonne, wenn bei uns auf der Erde tiefste Nacht ist. Widerspruch bekommt Musk von renommierten Astronominnen und Astronomen, beispielsweise von dem niederländischen Astrophysiker Sees Basser. Seinen Berechnungen zufolge werden die Satelliten vor allem in den Sommernächten immer zu sehen sein. Demnach würden allein schon die ersten 1500 Starlink-Satelliten zu einer enormen Charakterveränderung des Himmels führen. Andere Fachleute sehen das Ganze nicht ganz so pessimistisch, doch auch Radioastronomen und Astronominnen sehen Musks Vorhaben als überaus kritisch. Denn bisher ist nicht wirklich geklärt, ob die Funksignale auch deren sensible Empfänger beeinträchtigen könnten. Ein weiterer Kritikpunkt der vielen Skeptiker: die zunehmende Vermüllung des Weltalls. Doch Musk hat das alles so nicht auf sich sitzen lassen und zog Ende
im Mai mit einem weiteren Tweet nach Agreed. Send a note to Starlink team last week specifically regarding Albedo Reduction. Demnach soll sich sein Team also darum kümmern, den sogenannten Albedo zu reduzieren, also denjenigen Anteil des Lichts, den eine Oberfläche absorbiert. Im Fall von Satelliten ein hoher Wert, da sie viel Licht reflektieren, um zu vermeiden, dass sich die Elektronik an Bord zu sehr aufheizt. In einem weiteren Tweet versprach er auch, bestimmte Frequenzbänder, die eben für die Radioastronomie vorgesehen sind, zu meiden. Auch in Sachen Weltraumschrott habe SpaceX vorgesorgt, denn die jetzt gestarteten Satelliten werden laut einer Sprecherin nach ihrer Lebensdauer von etwa 5 Jahren in der Erdatmosphäre verglühen und das fast rückstandsfrei. Dennoch, die Kritik an seinem Vorhaben reißt nicht ab. Astronomin und Bloggerin Noisy hat dazu eine mehr als deutliche Meinung. Hier kommt ein mächtiger, reicher, weißer Dude, der großzügig den armen Nichtweißen der Welt Internet bescheren wird, ohne Wert darauf zu legen, sie dabei zu Partnern zu machen oder auch nur zu fragen, was sie wirklich brauchen. Sieht der Himmel also in Zukunft ganz anders aus, als wir ihn kennen, weil aus ihm ein einziger Satellitenhimmel geworden ist? Eine Frage, die derzeit nicht ganz klar beantwortet werden kann, da einige Parameter wie beispielsweise die Ausrichtung der Solarzellen noch unbekannt sind. Unklar ist bislang zudem, ob solch ein Satellitenhimmel tatsächlich ein Problem für Hobbyastronomen und Astronominnen und Riesenteleskope werden könnte. All das wird derzeit und auch zukünftig wohl über unseren Köpfen erprobt. Macht SpaceX Raumfahrt also unmöglich? Das ist ein Video von Raumzeitvlog der Zukunft. Anklicken, anschauen und abonnieren, nämlich den Hammerkanal Raumzeitvlog der Zukunft. Bis dann, bleibt dran.